Scheiße. Auch drei loslassen, nicht nachfragen, gell? Weil eins, zwei, drei. Ey, der Film, die müssen. So, herzlich willkommen. Wir sind heute bei Rasenmäher in, wo sind wir? Wo sind wir gerade? In der Stadtmitte. Film mal so einen Stuhl. Die sind voll cool. Film den blöden Stuhl jetzt. So einen Stuhl. Den wollen wir nachher klauen, weil die sind voll geil. Die waren. Ja, aber jetzt halt dein Maul. Der, aber dann, den muss man von nah sehen. So, jetzt machen wir mal. Leg die doch mal drauf. So. Physikalische Experimente in Karlsruhe. Mit Lenne Kappeler. Verdammt. Oh, jetzt ist. Du musst das hier auch. Doch, es klebt. Wir sehen hier zwei Herren beim Rubbeln. Jetzt ist euch mal die. Oh, schön. Aber die Schwebenden sind auch gut. Und jetzt so klopfen und dann fallen sie wieder hin. Boah. Du bist jetzt ja aufgeladen. Boah, guck dir das an. Spaß mit Statik. Und was macht ihr so, um euch auf die Konzerte vorzubereiten? Nein, irgendjemand. Ich glaube, ich hasse das. Zu spät. Was war das denn? Oh, du kommst da. Ja, war's. Wackeln! Mach sie nass, komm! Du hast noch voll den langen Weg vor dir. Und auf meine kleine, überschätzte Band bin ich nicht mehr an für diese. So. Ah. Na dann zeig's mal. Du füllst ja schon ein mit deiner Solo. Achtung. Achtung. Auch noch mit Coverversion. Ja, die Menge geht ab. Und dann kommt der Zwischenteil. Pass auf. Okay, ihr wollt weitermachen, ne? Na gut. Die fällt eh gleich die Gitarre runter. Ach, du hast die mit Gaffer. Ich hab jetzt eine Mütze mit Hund auf dich. An der Seite, jetzt bin ich richtig toll. Guten Tag, liebe Freunde da draußen in der weiten Welt. Mein Name ist Janis Kafka. Ich habe die Ehre, auf diesen Film sprechen zu dürfen. Es ist ein wunderschöner Film von Electro Boy, einer von den beiden Electro Boys, die uns viel gelehrt haben von Phrasenmäher, nämlich wie man Blüten an Plastikstühlen fangen kann, mit Hilfe von elektrostatischen Geräuschen. Ich bin vorgenommen, war der Überzeugung, das wird wunderbar. Ich
keine Frau, denn meine Meinung hat da. Ich ist noch der Dicke und er stellte mir jetzt leider. Das macht er mich dann und ich kann nur sagen, leider. Hier, ich heiß Jochen, ich hab vorhin gebrochen und ich glaub, wir haben mit allem anderen Leben mal gesprochen. Kann es sein, dass du noch nicht so weit bist oder bist du auch wie ich? Im Sog der Brightness. Das hat er wirklich im Sog der Brightness. Ich hab ihn nicht danach gefragt, er war verblüfft, dass wir uns gar nicht hätten verflucht. Denn er hat immer noch mit anderen Momenten gesucht. Doch er macht ja, dass mein Zeit ist. Im Sog der Brightness. Wir haben das nicht gemeint, komm bitte, bitte, bitte da raus. Das sollte witzig sein, dann sieht den Latex an zu kalt aus. Du bist ein Spielverderber, komm bitte, bitte, bitte da runter. Der Edding geht wieder ab, das nächste Mal machen wir's runter. Jetzt guck mal nur für dich, schließ bitte, 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 bitte auf. Wenn du jetzt stark bleibst, kommen sie vielleicht drauf. Sympathie ist der Teufel. In der Freude die Qual. Sympathie ist der Remix. Ruhe, das Sonnen. Das ist Martin Renner. Martin Renner ist schwer gestört. Wir versuchen ihn immer. Martin! Martin, gehst du wieder in den Laufstall? Martin! Martin! Jawohl! Es wurde unterbrochen. Ja, ich möchte sagen, dass das ist mein gestörter Freund Martin. Martin. Martin kommt aus der Schweiz. Genau. Aus der Schweiz. Nach jedem Konzert brauche ich ein bisschen Heimatgefühl, deswegen komme ich dann mit unserer Glocke rum. Okay, alles klar. Und sonst? Ansonsten? Okay, danke schön. Dankeschön.